Hier seht ihr die ersten bewegten Bilder aus der Tactical Alpha Version 0.1 des historischen und fantasyfreien Rollenspiels Kingdom Come Deliverance. Eins vorweg, nichts, was ihr hier seht, ist schon final, alles kann sich im Verlauf der Entwicklung noch ändern. Tatsächlich ist das Spiel in vielen Preview-Videos schon weiter fortgeschritten. Laut Entwickler Warhorse Studios ist diese Version als Technical Alpha zu verstehen, also eine Sammlung von mehr oder weniger fertigen technischen Elementen, wie beispielsweise die Engine, das Tag- und Nachtsystem und die NPCs, die nun erstmalig in einer spielbaren Version zusammenarbeiten. Dennoch macht Kingdom Come Deliverance schon einen sehr hübschen und authentischen Eindruck, die Beleuchtung und Farbgebung sind gelungen und die sanften grünen Hügel sowie der dichte, düstere Wald schaffen schon eine gute Atmosphäre, auch wenn das aggressive LOD und einige matschige Texturen das Bild noch etwas trüben. Zudem gibt es noch einige Grafikfehler wie diesen fehlerhaften Shader sowie Clipping- und Wegfindung-Bugs. Doch im Großen und Ganzen zeigt die frühe Alpha-Version schon Potenzial. Diese hübsche Rüstung etwa glänzt dank Physically Based Shading realistisch, die weichen Schatten wissen zu gefallen und die meisten der Texturen sind zumindest ordentlich. Einige sind dank Parallax Maps zudem schön plastisch. Gut gefallen hat uns zudem die Vegetation, die zwar stellenweise etwas flach wirkt, dafür aber nicht nur Hobbybotaniker durch Realitätsnähe fallen kann. Löwenzahn, Schlüsselblume, Waldmeister, Brennnessel, Spitzwegerich, großer Klee, all diese Pflanzen könnte man in unseren Breiten genau wie im Spiel am Wegesrand finden. Und vielleicht in späteren Versionen daraus heilende Toniken brauen. Viele dieser Pflanzen sind Heilkräuter. Apropos, viel zu tun gibt es in der jetzigen Version noch nicht. Im Inventory können wir ein wenig mit dem Ausrüstungsmenü herumspielen, doch mehr als unsere Klamotten an- und auszuziehen geht noch nicht. Man kann zudem das Dörfchen, ein paar umliegende Felder und ein kleines Waldstückchen erkunden und den NPCs bei ihrem Tagesablauf zusehen. Mit einigen der Bewohner kann man auch reden, doch die Gespräche sind noch nicht vertont, zudem wirkt das Dialogsystem noch sehr unfertig. Es gibt eine einzige Quest zu erledigen. Diesen Bogenschützen können wir zu einem Wettbewerb überreden, dazu benötigen wir 10 Groschen, die wir uns wiederum bei den Dorfbewohnern verdienen müssen. Viel mehr zu tun gibt es in dieser ersten Alpha noch nicht. Wir sind gespannt, wie sich die Alpha weiterentwickeln wird, denn Kingdom Come Deliverance ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Alle 2 bis 3 Monate soll laut Entwickler Warhorse Studios ein größeres Update erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden.